4. Dezember 2016 zu Gast in der Hacker Pschorr Arena Bad Tölz, der derzeitige Spitzenreiter der Oberliga Süd, die Selber Wölfe. Oh oh, meinte ich vor dem Spiel zu meinem Kollegen, heute gibt's eine Lehrstunde. Er daraufhin ganz gelassen abwarten. Zur Drachenkunst der Löwen momentan alles. Die Löwen beginnen wie gewohnt im Hochgeschwindigkeitsmodus und gehen bereits in der 4. Minute durch Jordan Baker in Führung. Mein Kollege ganz trocken zu mir. Da schau. Eine Minute später, schneller Angriff der Löwen. Stefan Reiter, Präzisionsschuss, 2:0. Mein Nachbar, was habe ich gesagt? Besserwisser. Und die machen einfach weiter so. Aha, Selb wacht auf, Kyle Pivovarczyk, Anschluss 1:2. Die Wölfe kommen. Und wieder die Löwen am Drücker. Von hinten kommt Klaus Katan angestürmt, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Fleck, 3:1. Der Nachbar, warst du das, der was von Lehrstunden gemeint hat? So ein Klugscheißer. Zum zweiten Drittel ist nicht viel zu zeigen und zu sagen. Die beiden Mannschaften neutralisieren sich auf hohem Niveau gegenseitig. Chancen? Markus Janka, eine Bank. Der Kollege, das lernst schon noch. Ich bin mir sicher, die Wölfe lassen es jetzt krachen. Aber heute spielen die Löwen wieder Tabellenführer. Ein Augenschmaus. 44. Minute. Thomas Schenkel 4:1. Aber 16 Minuten Restspielzeit können so lang sein. Die Löwen verteidigen geschickt. Selb nimmt den Torwart raus, aber der Drops ist lutscht. Ich und viele andere Sachkundige haben vor dem Spiel gesagt, die Löwen können jeden Gegner schlagen und genauso ist es gekommen. Selb verkürzt noch auf 2:4. Die Löwen gewinnen verdient gegen die Selber Wölfe. Ich muss ein ernstes Wort mit meinen Kollegen sprechen. Da fehlt's einfach am Grundverständnis für den Sport. Anfänger.